Modelltest 2. Teil 1. Sie hören fünf Gespräche und Äußerungen. Sie hören jeden Text einmal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt das Beispiel. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Feuer in einem Bergwald ausgebrochen. Landratsamt Rosenheim ruft den Katastrophenfall aus. Oberhalb von Oberaudorf am Inn im Landkreis Rosenheim ist ein Brand ausgebrochen, welcher auch nach mehreren Stunden nicht gelöscht werden konnte. Er weitet sich allerdings nicht mehr aus, wie das Landratsamt Rosenheim mitteilte. Die Rauchfahne der brennenden Bäume ist kilometerweit zu sehen. Als Ursache des Feuers wird die anhaltende Trockenheit vermutet. Brandstiftung konnte bereits ausgeschlossen werden. Polizei und Bergwacht evakuierten vorsorglich die Ramsauer Alm. Der Brandherd liegt, nach Polizeiangaben, an einem steilen, zu Fuß schwer zugänglichen bewaldeten Berghang. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Hallo Vivienne, was ist denn das? Sind die süß? Woher hast du denn die kleinen Katzen? Die habe ich gerettet. Wie gerettet? Na, ich war mit meinem Fahrrad auf der Landstraße unterwegs, als diese beiden kleinen Katzen Mutterseelen allein auf der Straße saßen. Viele Autos sind an ihnen vorbeigefahren. Fast wären sie überfahren worden. Da habe ich sie schnell von der Straße geholt und mitgenommen. Die Mutter habe ich dann auch noch gefunden. Und jetzt wohnen alle drei bei mir, aber nur vorübergehend. Du weißt ja, dass ich viel reise, und da können sie nicht bei mir bleiben. Kennst du vielleicht jemanden, der drei Katzen möchte? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Was halten Sie von selbstfahrenden Autos? Ja, wissen Sie, selbstfahrende Autos wären schon toll für unsere Spediteure. In meinem Transportunternehmen kosten mich die Fahrer 40 bis 45 Prozent der Betriebskosten. Außerdem haben wir einen permanenten Mangel an Lkw-Fahrern. Das heißt natürlich nicht, dass es in naher Zukunft keine Fahrer mehr geben wird. Aber so ein Autopilot könnte heute schon unsere Fahrer entlasten, wenn sie beispielsweise in einem Stau stehen. Eingesetzt werden autonome LKWs ja schon in Bergbauminen, auf Flughäfen oder auf Ausstellungsgeländen? Tolle Sache! Natürlich ist bei Personentransporten immer noch eine Kontrollperson in der Kabine oder das Auto wird in einer Zentrale digital überwacht. Noch! Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Na, wie läuft's im neuen Job? Naja, geht so. Die Kollegen sind zwar nett, aber gestern habe ich den ganzen Tag in der prallen Sonne gesessen, weil ich keinen Lichtschutz vor dem Fenster habe. Eine Kollegin sagte mir, dass sie sich schon öfter darüber beschwert habe, aber der Chef nicht bereit ist, Sonnenblenden anzubringen. Das gehört zum Arbeitsschutz. Nimm Kontakt zur Fachkraft für Arbeitssicherheit auf. Der Chef muss dafür sorgen, dass du einen Sonnenschutz bekommst. Das ist im Arbeitsschutzgesetz geregelt. Daran müssen sich alle halten. Auch dein Chef. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Gehen wir nachher in die Bibliothek? Ja, ich muss sowieso dahin. Ich habe eine Mahnung bekommen und soll 90 Euro bezahlen. 90 Euro? Hast du irgendwelche Bücher nicht rechtzeitig zurückgegeben? Die Ausleihfrist kann man doch verlängern. Also, ich habe die Bücher noch, aber weißt du, die Bibliothek hatte mir per E-Mail Benachrichtigungen geschickt, dass ich die Bücher zurückgeben muss. Diese Mails habe ich aber nie bekommen. Meine Mails von der Bibliothek wurden einfach automatisch blockiert, ohne dass ich das gemerkt habe. Und so hatte ich nie eine Mahnung erhalten. Tja, dann solltest du dich schnellstens mit der Bibliothek in Verbindung setzen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Wegen der anhaltenden Hitze sterben im Rhein Hunderte von Fischen. Um das Fischsterben zu verhindern, werden die Tiere in kühlere Wasserbereiche umgesiedelt und Flüsse tiefer ausgebaggert. So kann man Kaltwasserzonen schaffen. Die Bevölkerung wird gebeten, die Hinweisschilder, die über die Maßnahmen informieren, zu beachten und die Ruhezonen für die Tiere zu respektieren. Gerade bei den Rheinfischern werden Erinnerungen an den sogenannten Todessommer 2003 wach. Damals löste die anhaltende Hitzewelle ein Fischsterben von bis dahin nicht gekannten Maßen aus. Der Fischereiverband zeigt sich jedoch optimistisch und verweist darauf, dass man aus der Situation von 2003 gelernt habe. Ende Hören Teil 1 Modelltest 2. Teil 2. Sie hören im Radio ein Interview mit einer Persönlichkeit aus der Wissenschaft. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Ich begrüße heute in unserem Studio Herrn Dr. Freitag, Sportmediziner der hiesigen Hochschule für Sport. Wir wissen ja, dass uns Sport gesund und fit hält. Aber Sie, Herr Dr. Freitag, vertreten die These, dass Sport auch schlau macht und sogar vorbeugt. Und zwar bei Altersdemenz. Naja, nicht ganz. Durch Sport wird man nicht intelligenter. Aber man kann von den Kapazitäten des Gehirns mehr profitieren. Und wie funktioniert das? Unser Gehirn funktioniert beim Sport wie die Löschtaste am Computer, also eine Art Reset. Wenn Sie den ganzen Tag Alltags- und Kundengespräche geführt, Rechnungen ausgestellt, Bilanzen erstellt oder den Kindern bei den Hausaufgaben geholfen haben, dann war ein Teil unseres Gehirns besonders beansprucht. Bei zu vielen Arbeiten oder Informationen ist ein bestimmter Teil des Gehirns überfordert. Es kann keine Informationen mehr aufnehmen. Wenn man nun Sport treibt, dann kommt es zu einer Art Löschen von Informationen. Und das Gehirn kann sich erholen. Es wird frei gemacht und der Stress wird abgebaut. Gilt das für jede Sportart? Wichtig ist, dass der Sport anstrengend ist und Spaß macht. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass unsere Testpersonen bis 30 Minuten nach dem Sport viel aufnahmefähiger waren als unmittelbar vor dem Sport. Sportmediziner empfehlen ja, dass man spätestens mit 35 Jahren ein regelmäßiges Sportprogramm in den Alltag integrieren sollte. Inwieweit hilft das gegen Altersdemenz? Schauen Sie, Sport kann vermutlich nicht die Beschaffenheit des Gehirns verändern oder verbessern. Aber auch hier kann man die vorhandenen Ressourcen besser nutzen. Wenn jemand regelmäßig Sport treibt, dann kann er oft im höheren Alter auch noch gesund und kräftig sein. Er kann dann selber einkaufen gehen. Vielleicht auch noch mit dem Auto zum Supermarkt fahren, die Waren im Geschäft selber aussuchen, bezahlen und gleichzeitig noch ein kleines Gespräch mit dem Verkäufer führen. Das heißt, er hat soziale Kontakte, bewegt sich und nimmt somit aktiv am Leben teil. Was ist aber mit den Menschen, die sich nicht mehr aktiv am Leben beteiligen können? Auch hierzu gibt es Untersuchungen. Wenn 80-Jährige mit leichten sportlichen Übungen beginnen, sind selbst diese besser vor Alzheimer und ähnlichem geschützt, als ihre inaktiven Altersgenossen. Auch Aktivitäten wie Kochen, Putzen oder Waschen stehen mit einem geringeren Alzheimer-Risiko im Zusammenhang. Es ist also nie zu spät, mit Sport zu beginnen. Wie ist das mit jüngeren Menschen? Kann man auch hier schon etwas gegen Demenz tun? Aber selbstverständlich. Es ist erwiesen, dass Menschen, die in ihrer Jugend viel saßen, später im Alter viel häufiger an Krankheiten litten, die mit dem Gedächtnis zu tun haben als sportlich aktive Menschen. Man behauptet sogar, dass zu langes Sitzen, auch wenn man am Ende des Tages noch eine halbe Stunde trainiert, einen schädlichen Effekt auf das Gehirn hat und besonders auf die Bereiche, die für das Lernen und die Erinnerung wichtig sind. Hören Sie nun den Text noch einmal. Ich begrüße heute in unserem Studio Herrn Dr. Freitag, Sportmediziner der hiesigen Hochschule für Sport. Wir wissen ja, dass uns Sport gesund und fit hält. Aber Sie, Herr Dr. Freitag, vertreten die These, dass Sport auch schlau macht und sogar vorbeugt. Und zwar bei Altersdemenz. Naja, nicht ganz. Durch Sport wird man nicht intelligenter. Aber man kann von den Kapazitäten des Gehirns mehr profitieren. Und wie funktioniert das? Unser Gehirn funktioniert beim Sport wie die Löschtaste am Computer, also eine Art Reset. Wenn Sie den ganzen Tag Alltags- und Kundengespräche geführt, Rechnungen ausgestellt, Bilanzen erstellt oder den Kindern bei den Hausaufgaben geholfen haben, dann war ein Teil unseres Gehirns besonders beansprucht. Bei zu vielen Arbeiten oder Informationen ist ein bestimmter Teil des Gehirns überfordert. Es kann keine Informationen mehr aufnehmen. Wenn man nun Sport treibt, dann kommt es zu einer Art Löschen von Informationen. Und das Gehirn kann sich erholen. Es wird frei gemacht und der Stress wird abgebaut. Gilt das für jede Sportart? Wichtig ist, dass der Sport anstrengend ist und Spaß macht. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass unsere Testpersonen bis 30 Minuten nach dem Sport viel aufnahmefähiger waren als unmittelbar vor dem Sport. Sportmediziner empfehlen ja, dass man spätestens mit 35 Jahren ein regelmäßiges Sportprogramm in den Alltag integrieren sollte. Inwieweit hilft das gegen Altersdemenz? Schauen Sie, Sport kann vermutlich nicht die Beschaffenheit des Gehirns verändern oder verbessern. Aber auch hier kann man die vorhandenen Ressourcen besser nutzen. Wenn jemand regelmäßig Sport treibt, dann kann er oft im höheren Alter auch noch gesund und kräftig sein. Er kann dann selber einkaufen gehen. Vielleicht auch noch mit dem Auto zum Supermarkt fahren, die Waren im Geschäft selber aussuchen, bezahlen und gleichzeitig noch ein kleines Gespräch mit dem Verkäufer führen. Das heißt, er hat soziale Kontakte, bewegt sich und nimmt somit aktiv am Leben teil. Was ist aber mit den Menschen, die sich nicht mehr aktiv am Leben beteiligen können? Auch hierzu gibt es Untersuchungen. Wenn 80-Jährige mit leichten sportlichen Übungen beginnen, sind selbst diese besser vor Alzheimer und ähnlichem geschützt, als ihre inaktiven Altersgenossen. Auch Aktivitäten wie Kochen, Putzen oder Waschen stehen mit einem geringeren Alzheimer-Risiko im Zusammenhang. Es ist also nie zu spät, mit Sport zu beginnen. Wie ist das mit jüngeren Menschen? Kann man auch hier schon etwas gegen Demenz tun? Aber selbstverständlich. Es ist erwiesen, dass Menschen, die in ihrer Jugend viel saßen, später im Alter viel häufiger an Krankheiten litten, die mit dem Gedächtnis zu tun haben. Als sportlich aktive Menschen. Man behauptet sogar, dass zu langes Sitzen, auch wenn man am Ende des Tages noch eine halbe Stunde trainiert, einen schädlichen Effekt auf das Gehirn hat. Und besonders auf die Bereiche, die für das Lernen und die Erinnerung wichtig sind. Ende Hören Teil 2 Modelltest 2 Teil 3. Sie hören im Radio ein Gespräch mit mehreren Personen. Die Personen sprechen darüber, ob Frauen die besseren Führungskräfte sind. Sie hören den Text einmal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe, wer sagt das? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 17 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie recht herzlich willkommen zu unserer zweiten Sendung zum Thema Sind Frauen die besseren Führungskräfte? Dass mehr Frauen in Führungspositionen arbeiten sollen, darüber haben wir bereits in unserer letzten Sendung diskutiert. Heute soll uns die Frage interessieren, ob Frauen gleich gute oder sogar bessere Chefs als Männer sind. Zu dieser Diskussionsrunde begrüße ich Frau Metitsch. Wissenschaftlerin an der hiesigen Business School. Guten Abend. Und Herrn Höpfner, selbst Chef eines großen Unternehmens. Guten Abend. Frau in einer norwegischen Studie wurden 2900 Führungskräfte hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsmerkmale untersucht. Dabei hat man sich auf fünf Charakterzüge konzentriert, die für gutes Management wichtig sind: emotionale Stabilität. Offenheit, Geselligkeit, Extrovertiertheit und Gewissenhaftigkeit. Und tatsächlich, die untersuchten Frauen kamen im Durchschnitt in vier der fünf Kategorien auf bessere Ergebnisse als die untersuchten Männer. Das Vorgehen bei dieser Untersuchung ist deshalb so interessant, weil bisherige Studien vor allem darauf schauten, ob mehr Frauen im Management dazu führen, dass Unternehmen bessere Umsätze oder Gewinne erwirtschaften. So fanden Forscher heraus, dass ein höherer Anteil von Frauen in den Chefetagen häufig zu einem höheren Umsatz im Unternehmen führt. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Aber könnte es denn nicht sein, dass gerade diejenigen Unternehmen, die bereits erfolgreich sind, auf Geschlechtervielfalt achten? Diese Unternehmen können es sich vielleicht leisten, mehr Frauen einzustellen. Das würde bedeuten, dass die bereits erfolgreichen die meisten Frauen im Management haben. Herr Höpfner, in unserer letzten Sendung hatten wir dieses Argument bereits widerlegt. Die meisten schlecht laufenden Unternehmen hatten nach der Einstellung von mehr Frauen tatsächlich mehr Erfolg. Frau Mittic, Sie sprachen zu Beginn die Charakterzüge von Chefs an. Wo haben denn die Frauen nicht so gut abgeschlossen? Vielleicht beim Stress? Ja, vor allem beim Faktor emotionale Stabilität. Frauen machen sich mehr Sorgen und sind deshalb auch tatsächlich stressanfälliger. Herr Höpfner, welche Erfahrungen haben Sie denn mit weiblichen Chefs? Meine Erfahrung besagt, dass Frauen neugieriger sind. Und ich meine das durchaus nicht negativ. Diese Neugierde macht sie nämlich auch offener für Innovationen. Im Übrigen ist das eine Eigenschaft, die schon in der Schule bei den Mädchen festgestellt wurde. Und Frauen sind eher in der Lage, Ziele zu setzen und deren Umsetzung zu kontrollieren. Sie sind pflichtbewusst und gehen methodisch vor. Die norwegische Studie weist aber auch darauf hin, dass man keineswegs verallgemeinern sollte. Es gebe durchaus männliche Chefs, die besonders kommunikativ und gewissenhaft seien, und weibliche Vorgesetzte, die kaum auf ihre Mitarbeiter eingingen. Eben, das sind ja nur Durchschnittswerte. Weshalb aber Frauen in Chefetagen immer noch so selten zu finden sind, liegt wahrscheinlich daran, dass meist die männlichen Chefs entscheiden, wer befördert wird, und diese suchen sich dann den Kandidaten heraus, der ihnen im Führungsstil am ähnlichsten ist. Und das wird wohl selten eine Frau sein, weil sie eben anders führt. Wie sollte denn der ideale Chef oder die ideale Chefin Ihrer Meinung nach aussehen? Eine gute Führungskraft sollte sowohl sogenannte männliche und weibliche Eigenschaften besitzen. Also, Sie sollte nicht zu lange mit Entscheidungen zögern, fürsorglich und teamfähig sein. Sie sollte realistische Vorstellungen haben und weniger stressanfällig sein. Aber wir sind ja keine Roboter und haben alle unsere Schwächen, egal ob Mann oder Frau. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Frau Mittitsch, Herr Höpfner, vielen Dank für das Gespräch. Ende Hören Teil 3 Modelltest 2. Teil 4. Sie hören einen kurzen Vortrag. Der Redner spricht über das Thema sanfter Tourismus. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Sehr geehrte Mitglieder des Tourismusverbandes, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Workshop Tourismus und Naturschutz Sanfter Tourismus, hier im Rahmen der Messe Reisen und Camping. Wie Sie bereits wissen, wird Deutschland als europäisches Reiseziel immer beliebter. Im letzten Jahr haben wir Frankreich überholt, was die Anzahl der Touristen betrifft, und nun haben wir nur noch Spanien vor uns. Ein Trend zeichnet sich dabei ganz deutlich ab. Sowohl die Gäste aus dem Inland als auch die aus dem Ausland möchten die Natur aktiv erleben. Damit wir den Bedürfnissen der Reisenden nachkommen können, muss es eine wesentliche Aufgabe des Tourismus sein, für eine intakte Natur und eine intakte Umwelt zu sorgen. Meine Damen und Herren, uns ist allen bewusst, wie wichtig Naturschutz ist. Aber wir wissen auch um die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in Deutschland mit einem Gesamtumsatz von über 150 Milliarden Euro und einer Zahl von 2,8 Millionen Beschäftigten. Das ist die eine Seite, die ökonomische. Die andere, die ökologische, sieht uns, die Tourismuswirtschaft, in einer hohen Verantwortung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf die grünen Städte, die sogenannten Green Cities, eingehen, bei denen deutsche Städte erfolgreich urbane Nachhaltigkeitskonzepte entwickeln. Hier werden beispielsweise thematische Stadttouren angeboten, bei denen sich die Reisenden über erneuerbare Energien, Wohnen und Stadtplanung der Zukunft, energieeffiziente Architektur an Gebäuden und umweltfreundliche Mobilitätskonzepte informieren können. Der Tourist kann auch beim städtischen Gärtnern mitmachen und urbanen Bienenzüchtern über die Schulter schauen. Aber auch die soziokulturellen Aspekte spielen beim sanften Tourismus eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das bedeutet, dass man den Einfluss des Tourismus auf die am Reiseziel lebende Bevölkerung beachten muss. Diese Einflüsse sind natürlich schwerer zu messen als der ökonomische oder ökologische Nutzen bzw. Schaden. Konkret heißt das, es sollten neben den Besucherwünschen auch die Wünsche der einheimischen Bevölkerung am Urlaubsort berücksichtigt werden. Denn oft bringen die Reisenden ihre Kultur im Gepäck mit. Oder viele Einheimische sind vielleicht gezwungen, eine andere Sprache zu lernen, um mit den Touristen kommunizieren zu können. Die Lebensqualität in den Zielorten darf allerdings nicht vom Tourismus negativ beeinflusst werden. Und der Erhalt des Gemeinwohls steht an erster Stelle. Der kulturelle Reichtum der Region soll respektiert werden und die regionale Identität gestärkt werden. Meine Damen und Herren, wir stehen vor großen Herausforderungen. Insbesondere, wenn wir bedenken, dass sanfter Tourismus nicht für alle Reisenden angeboten werden kann, denn sonst könnte das zu einem umweltschädigenden Massentourismus führen. Oft sind diese Reisen auch nicht für Körperbehinderte geeignet. Außerdem sind sanfte Reisen auch meist kostenintensiver als Ferienangebote aus dem Katalog. Da besteht die Befürchtung, dass sanfter Tourismus zum Privileg kaufkräftiger Schichten wird. Hören Sie nun den Text noch einmal. Sehr geehrte Mitglieder des Tourismusverbandes, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Workshop Tourismus und Naturschutz Sanfter Tourismus, hier im Rahmen der Messe Reisen und Camping. Wie Sie bereits wissen, wird Deutschland als europäisches Reiseziel immer beliebter. Im letzten Jahr haben wir Frankreich überholt, was die Anzahl der Touristen betrifft. Und nun haben wir nur noch Spanien vor uns. Ein Trend zeichnet sich dabei ganz deutlich ab. Sowohl die Gäste aus dem Inland als auch die aus dem Ausland möchten die Natur aktiv erleben. Damit wir den Bedürfnissen der Reisenden nachkommen können, muss es eine wesentliche Aufgabe des Tourismus sein, für eine intakte Natur und eine intakte Umwelt zu sorgen. Meine Damen und Herren, uns ist allen bewusst, wie wichtig Naturschutz ist. Aber wir wissen auch um die Bedeutung des Wirtschaftsfaktors Tourismus in Deutschland, mit einem Gesamtumsatz von über 150 Milliarden Euro und einer Zahl von 2,8 Millionen Beschäftigten. Das ist die eine Seite, die ökonomische. Die andere, die ökologische, sieht uns, die Tourismuswirtschaft, in einer hohen Verantwortung. Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf die grünen Städte, die sogenannten Green Cities, eingehen bei denen deutsche Städte erfolgreich urbane Nachhaltigkeitskonzepte entwickeln. Hier werden beispielsweise thematische Stadttouren angeboten, bei denen sich die Reisenden über erneuerbare Energien, Wohnen und Stadtplanung der Zukunft, energieeffiziente Architektur an Gebäuden und umweltfreundliche Mobilitätskonzepte informieren können. Der Tourist kann auch beim städtischen Gärtnern mitmachen und urbanen Bienenzüchtern über die Schulter schauen. Aber auch die soziokulturellen Aspekte spielen beim sanften Tourismus eine nicht zu unterschätzende Rolle. Das bedeutet, dass man den Einfluss des Tourismus auf die am Reiseziel lebende Bevölkerung beachten muss. Diese Einflüsse sind natürlich schwerer zu messen als der ökonomische oder ökologische Nutzen bzw. Schaden. Konkret heißt das, es sollten neben den Besucherwünschen auch die Wünsche der einheimischen Bevölkerung am Urlaubsort berücksichtigt werden. Denn oft bringen die Reisenden ihre Kultur im Gepäck mit. Oder viele Einheimische sind vielleicht gezwungen, eine andere Sprache zu lernen, um mit den Touristen kommunizieren zu können. Die Lebensqualität in den Zielorten darf allerdings nicht vom Tourismus negativ beeinflusst werden. Und der Erhalt des Gemeinwohls steht an erster Stelle. Der kulturelle Reichtum der Region soll respektiert werden und die regionale Identität gestärkt werden. Meine Damen und Herren, wir stehen vor großen Herausforderungen. Insbesondere wenn wir bedenken, dass sanfter Tourismus nicht für alle Reisenden angeboten werden kann, denn sonst könnte das zu einem umweltschädigenden Massentourismus führen. Oft sind diese Reisen auch nicht für Körperbehinderte geeignet. Außerdem sind sanfte Reisen auch meist kostenintensiver als Ferienangebote aus dem Katalog. Da besteht die Befürchtung, dass sanfter Tourismus zum Privileg kaufkräftiger Schichten wird. Ende hören Teil 4 Oh, Entschuldigung, hab ich euch erschreckt? Hey, was machst du denn hier? Ich mach Parkour. paar